Wir sind nicht sicher. Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nehmen sie Blut ab. Oder kurz BDs. Als Sloane Blut getrunken hat, hat er seine Kybernetik überladen. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn es einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloane überladen und noch stärker gemacht. Und sehr hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloane? Und was hat er mit der Rakete vor? Sergeant, beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes an den Kopf getestet. Raketen? Etwa mehr rote Speere? Wie viele? Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloane hat kein Interesse mehr an den Tests. Ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, Sloane war nie auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und... Was ist mit der Nadel, Doc? Naja, ich werde sie mehr wie Sloane. Viel, viel stärker. Okay. Die Nebenwirkungen. Nein, Doc. Niemals. Ich habe eine Lady einen Eid geschworen. Ja. Nein. Lady Liberty. Hatte mich der Sieger. Keine Drohung. Sehr gut. Was im harten Ungleichgewicht zu Far Cry 3 selber steht, weil da war es sehr praktisch, wenn man sich mit Drogen vollgepumpt hat. So, wo ist jetzt diese Scheißkiste? Ah, wahrscheinlich hätte ich hierüber auch irgendwie in den Bunker reinkommen können. Okay. Gibt also auch wieder jede Menge Nebenmissionen. Ja, und Tiere. Deine Aufgabe bei diesem Geiseldrama ist es, irgendeinen Wissenschaftlertypen zu befreien, indem du alle Omega-Soldaten in dem Gebiet tötest. Aber sei vorsichtig, wenn sie dich entdecken, machen sie die Geisel kälter als den Weltraum. Okay. Eliminieren Sie die Omega-Force-Soldaten lautlos, sonst töten diese die Geiseln mit äußerster Gnadenlosigkeit. Wo ist denn der scheiß Bogen jetzt hin? Ich glaube, Geiselmissionen gab es als Nebenmission gar nicht. Die 20 oder Nerdsteine sind gut geeignet, um Cybergegner abzulenken. Nerdsteine? Geiselmissionen gab es gar nicht in Far Cry 3. So als Nebenmission jedenfalls nicht, wenn ich mich recht erinnere. Okay, hat doch gut geklappt.
doch mal kurz her, bitte. Dürfte sie ihn sprechen? Die Wissenschaft hat wieder mal gesiegt. Mit ein wenig Hilfe von ihm. Weiter ein Nerd. Sehr geil. Das will ich aber gar nicht. Schnellreisesystem. 85% Präzision bei nur 10% genetischer Degenerierung. Reise mit der zeitsparenden Schnellreisefunktion zurück zur Garnison und spare dir den langweiligen Tag des Weges. Ja, geil. Ich wollte eigentlich noch das Zeug nach dem mitnehmen. Hier sind keine Wohlfahrtsgesellschaft mehr, aber da du Wissenschaftler geholfen hast, wurde dieser Shop zur Belohnung aktualisiert. Gehe dorthin und kaufe einen Schalldämpfer. Jetzt ist es zwar kein offizielles Tutorial mehr, aber ja. Jo. Alter. Was ist das denn für ein Schalldämpfer? Im Besitz. Okay, cool. Dann hätte ich den nicht ausrüsten. Nehmt es weg. Ich fasse zusammen. Befreite Garnisonen bieten Shops, Sekundärmissionen und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Ja, yeah, also fahren. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. Dann nehmen wir nochmal. Ja. Schön, jetzt hoffe ich, ist doch das Spiel jetzt mit dem Tutorial fertig. Und wir nehmen nochmal eine Garnison ein, würde ich sagen. Die hier oben sieht doch ganz nett aus. Okay, das Schild ist da unten offline. Unterwasser-Tektor? Wir haben ja ein Level dazu gekriegt. Endlos unter Wasser bleiben, schneller laufen als ein Mensch. Das ist ein normaler Tektor, schon gekannt. Okay. Das heißt, die Fähigkeiten sind hier nicht aussuchbar wie bei Faktor 3. Okay. Weil ich hätte jetzt den Unterwasser-Tektor brauchen können. Penisnase. Ist das dem sein Ernst?
Na, ja, machen wir doch hier mal so. Das ist cool, dass man durch die Wand sehen kann. Und runterfällt. So. Und tot. Ah, geil, dass er mich jetzt nicht gesehen hat. Okay. Und die verschwinden einfach. Ja. Ja, dann habe ich mit dem letzten Shuriken dann gerade noch so das Ding übernommen. Dadurch ist die Patrouille, die vorbeigekommen sind, offiziell nicht mehr vorbeigekommen. Weil die fährt ja jetzt nicht in feindliche Gebiete. Auch nicht schlecht. Bisschen komisch. So ein bisschen buggy, würde ich sagen, aber hey, ist egal. Dann. Bla bla bla, töte bla bla bla. Was ich cool finde, ist, dass jetzt angezeigt worden ist, welche Waffe ich dadurch freischalte. Hey, das Tier. Okay. Was ich cool finde, ist auch im Hintergrund, wenn man rennt, dann hört man so leicht die mechanischen Geräusche von den sozusagen von den Cyberbeinen. Was jetzt? Ja, das ist ein bisschen buggy mit dem Halten. So nervig. Das Jagen war aber auch schon in Far Cry 3 sehr witzig. Mal sehen, ob jetzt einer vorbeikommt oder sowas. Hätte jetzt eigentlich gedacht. Na, doch, da ist einer. Und tötet er die jetzt? So. Also kann man die auch fetzen und töten.
schleimig. Dann mal weiter mit der Mission. Das sieht auch cool aus. Ich dachte eigentlich eher, das wäre... Mit dem Totenkopf dachte ich nicht, dass wir wieder eine Geiselmission. Mal sehen. Also bei Far Cry 3 gab es extra Skill, dass man Heavy Takedown macht. Den kann ich auch nicht takedown. Muss ich wahrscheinlich auch im Level aufsteigen. Bin mal gespannt, da ist noch einer. Und bei sowas sind aber die Nerdsteine sehr praktisch. Theoretisch habe ich ja jetzt fertig. Muss nur noch die zwei da vorne töten. Hoffentlich muss ich keine verfickten Federn sammeln. Eine sehr geile Anspielung auf den ersten Teil. Also auf das normale Far Cry, weil da musstest du Federn sammeln. Für bestimmte Skills. Also nicht bestimmte Skills, einfach um Sachen freizuschalten. Wie verschiedene Pfeile oder verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Deswegen musste man auch jagen gehen. Was mache ich denn jetzt? Ich hätte eigentlich gedacht, ich hätte Hunger. Drücke dich auf Tasten, um wenn du einen Takedown durchführst. Okay. Ja, halt die Mission jetzt nochmal. Das Dumme ist halt, wie ich diesen Heavy da bleib mache, weiß ich immer noch nicht. Außer vielleicht mit der Shotgun. Aber das wäre ja auch nicht ohne Ton. So.
wahrscheinlich das Gegner, der... Nein, ist er nicht. Das war nicht das, was ich wollte, aber... Das wird helfen. Sogar funktioniert. Cool. So. Geld einsammeln. Herz einsammeln, Panzer einsammeln. Läuft. So, würde ich sagen, speichern wir hier erstmal. Und dann bis zum nächsten Mal.